der Eroberer hatte York den Rebellen entrissen. Jetzt wollte er ihnen eine Lektion erteilen. Er begann einen brutalen Vernichtungsfeldzug, um weiteren Widerstand zu ersticken. Bekannt als Harrying of the North. Dörfer und Felder wurden zerstört. Es heißt, 100.000 Menschen wurden getötet. Gnadenlos hatte Wilhelm den Gehorsam seines neuen Königreichs erzwungen. Das sollte nicht so bleiben. Seine eigenen Kinder würden es erneut ins Chaos stürzen. Als Wilhelm 1087 starb, folgte ihm sein Lieblingssohn auf den Thron. König Wilhelm II., bekannt als William Rufus. Doch 13 Jahre später kam es zur Katastrophe. Auf einem Jagdausflug wurde er getötet. Wilhelms jüngster Bruder nahm als König Heinrich I. seinen Platz ein. Doch es gab ein Problem. Heinrichs älterer Bruder Robert, Herzog der Normandie, war zu diesem Zeitpunkt auf dem Kreuzzug. Bei seiner Rückkehr raste er, weil Heinrich den Thron an sich gerissen hatte. Aus der Normandie heraus versuchte Robert, England zu erobern, um Heinrich die Krone zu entwinden. Doch er scheiterte und kehrte wieder nach Hause zurück. Dafür holte Heinrich zum Vergeltungsschlag aus. Im Gegensatz zu 1066 überquerte er den Ärmelkanal und fiel in die Normandie ein, um die Herrschaft seines Bruders in Frage zu stellen. Sein erstes Ziel war Bayeux. Diese wohlhabende Stadt war eines der Juwelen der Normandie. Heinrich begann seinen Feldzug, indem er seine Armee über die Stadt herfallen ließ. Bayeux würde bald den Zorn der Engländer zu spüren bekommen. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Fall von Bayeux. Spannend. Vor allem, wie so Familienfäden wieder alles kaputt machen können und alles wieder von vorne anfängt. Jetzt gehen wir von Ländern wieder in die Normandie zurück. Oh je, das kann was werden. Das Coole ist ja, dass wir da historische Sachen spielen und dabei ja eigentlich was lernen, wie es passiert ist. Aber schade, dass nur weil die Familie streitet, das ganze Land drunter leiden muss. Also, schauen wir mal rein. In dem Bruderstreit um die Normandie zog König Heinrich I. aus, um in Bayeux ein Exempel zu statuieren, da die Stadt immer noch seinem Bruder, Herzog Robert, treu war. Heinrichs Bogenschützen bezogen auf dem hohen Gelände vor der Stadt Stellung und wurden sofort von Roberts Kavalleriepatrouille angegriffen. Nachdem sie ihre Pfähle in den Bogen gerammt hatten, waren Heinrichs Bogenschützen gut gegen Angriffe der Kavallerie geschützt. Sie besiegten die erste Patrouille. Ja, sehr coole Funktion. Okay. Wieder aufstellen. Okay. Das ist eine Sonderfunktion von denen. Was für eine lange Lanze. Zerstören Sie Bayeux. Okay, kriegen wir hin. Als Heinrich sich Bayeux zuwandte, wir werden die erstmal gruppieren auf die 1. Und die, wir müssen es sowieso machen. Die auf die 2 und nicht auf die 3. Ich hätte dann gern alle auf die 3. Yeah. Okay, die 1.
Information. Und jetzt nochmal. Okay, das funktioniert eigentlich schon mal ganz gut. Okay, die haben auch eine Sonderfunktion. Rüstung, verstärkt die Nahkampfrüstung. Dann marschieren wir mal. Das heißt, die muss zwischen 3 und 1 umschalten. Für die Sonderfunktion. Oh, das wird ja richtig taktisch. Da muss ich schnell sein bei gewissen Aktionen. Okay, sehr gut. Mal schauen, dass wir die ganzen Patrouillen hier wegkriegen. Wenn wir schlau sind, immer ein bisschen warten, bis der Cooldown sich erholt hat. Und die nächsten. Oh, das ist... Oh, das wird noch echt taktisch mit ganz vielen Einheiten. So. Oh, meine ganzen Türme. Oh je. Das sind mal richtige Mauern. Allein nicht reichen würden, um die hohen Steinmauern der Stadt einzureißen. Heinrich würde Belagerungsgerät brauchen, sowie einen verteidigungsfähigen Standort, um dieses zu errichten. So, das ist die letzte Mission, die ich schon gespielt habe. Wie gesagt, da habe ich noch die Aufnahme gemacht und alles, was nach dem kommt, kenne ich dann nicht. Wir müssen jetzt hier gleich nach links. Und der Turm wird uns nerven und wir müssen hier das kleine Dorf einnehmen. Sollte aber kein großes Problem sein. Sehr gut. Das mit dem Rüstungsplus ist echt super. So, und es soll es dann auch gewesen sein mit der Verteidigung hier. Wunderbar. Die Armee werden wir erstmal hier aufstellen. Nun suchte Heinrich nach einem Schmied und Zangposition halten. Die werden wir dann hier aufbauen. Bauen Sie eine Schmiede. Okay, die Armee lassen wir mal, wo sie ist. Wir bauen hier mal die Felder wieder aus. So alles, was geht hier. Du machst das hier. Du machst das. Du machst das. So, hier unten kann mal Gold vorkommen. Das heißt, wir bauen... wo ist es? Ich sehe es nicht. Ach, da. Bergarbeiterlager. Bauen wir hier hin. Sehr gut. Und dann brauchen wir noch ein paar Humans hier. Ich würde sagen erstmal 5. Bitte entschuldigt. Die sind mal voll besetzt. Tun aber hier gleich mal verbessern. Schubkarte und die Hortikultur. Und Jagdupgrade brauchen wir erstmal nicht. Forstwirtschaft werden wir auch schon mal upgraden. Und bauen die Schmiede. Wo ist sie denn? Da, Schmiede. So. Nach der Schmiede hätte ich gern noch... Ist das ein Arsenal? Nein, das ist ein Stall. Hier kommt es dann bitte alle hier hin. Können wir gerade mal ein paar produzieren. Und ich hätte noch gerne Kaserne. Die
bauen wir hier hinten hin. Können wir eigentlich gerade zwei bauen? Kommt dann bitte auch hier vorne hin. Und einen Schießstand machen wir hier unten. Sollen auch hier hinkommen. Und habe ich jetzt was vergessen? Kaserne, Schießstand, Pferde haben wir schon. Marktplatz. Marktplatz wäre noch nicht schlecht. Den bauen wir gerade hier hin. Und noch Häuser. Also die hier erstmal beschäftigt. Und da holen wir uns jetzt nochmal 5 hinzu. Wir haben hier noch 3700 Gold zum Abernten. So, hier Verbesserungen. Mehr Nahkampfschaden, mehr Rüstung und die Belagerungswaffen müssen wir noch erforschen. Die sind schon auf Stufe 2. Was machst denn du? Okay, ihr werdet Holz fällen, das müssen wir verkaufen. Und ihr werdet Gold sammeln. Gut, und dann müssen wir die Gruppierung nochmal neu machen. Du machst auch nichts, du gehst auch hier nach unten. Wobei, wir werden noch ein paar Felder machen. Auch wenn wir da jetzt keinen Bonus haben. Aber je mehr Nahrung, umso besser. Da haben wir jetzt die Verbesserung schon drin. Werden wir auch gleich mal aufwerten. Warten, bis das fertig ist. Haben wir hier hinten keinen Bauarbeiter. Komm du mal hierher. Und deinen Sammelpunkt machen wir mal hier. Dann sehen wir es besser. Heinrichs Präsenz unmittelbar vor Bayeux würde nicht unbeantwortet bleiben. Jetzt bereiteten seine Streitkräfte sich auf einen Angriff durch Roberts Armee vor. Das war zu erwarten. So, wieder schön positionieren. Jetzt machen wir die Gruppierung mal neu. Beziehungsweise mal auffrischen. Sind die Schwerkämpfer. Steuerung 2 und alle sind Steuerung 3. Okay, weil die kann man dann auch hier so schön anklicken. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen warten. Verbesserung ist durch, wir werden mal beide markieren. Aber bei du ist mal Holz fällen. Einmal, zweimal. Einer ist untätig. Wir machen hier noch ein Feld. Häuser wären vielleicht auch nicht schlecht. Wisst ihr was? Wir ziehen den hier mal wieder ab. Und lassen uns da noch ein Haus bauen. Und da hinten. Und dann die Belagerungstechniken. Die werden uns viel Holz kosten. Bogenschützen haben wir jetzt 67. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr. Vorerst. Geben jetzt alle gleich viel, ne? Ja. Die kosten halt schon viel mit 110 Essen, die Reiter. Gut.
Das läuft erstmal. Jetzt haben wir 180 von der Kapazität her. Sollte mal reichen. Dann machst du mal hier das Feld wieder. Okay. Die Infanterie war nun in der Lage, Rammböcke zu bauen. Belagerungswaffen, die Festungsmauern durchbrechen können. Ja, vielleicht machen wir noch ein paar. Eins. Das war's dann. Was gibt's für das einen Sammelpunkt? So, die Belagerungswaffen. 350 das Stück. Einmal. Zweimal. Das heißt, da müssen wir jetzt erstmal wieder warten. Gut. Ja, mehr will ich jetzt gar nicht mehr zuweisen. Ich wünschte, man könnte die Kamera besser einstellen. Ich muss mal später in die... Und wen habe ich jetzt? Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Also gerade drehen und so, das wäre schon schön. Oder mal gerade den Winkel verändern wie bei Arno. Das wäre nur nice. Jagbares Reh, 350 Fleisch. Kannst du das jagen? Oh, Tatsache. Oh, 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 oh. Nein! Wo ist jetzt der... Ah, könnt ihr bitte da bleiben? Bitte nicht weglaufen hier. Okay, wenn das jetzt gebaut ist, wollen wir nochmal Position halten sagen. Ein bisschen weiter nach vor. Ich könnte eigentlich auf Stream Deck da so Hotkeys machen für das. Und Position halten. Schon geil. Von der Formation her. Ihr zwei. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Noch ein paar Pferde wäre noch nicht schlecht. Und einen Rambock brauchen wir noch. Den können wir gerade mal hier platzieren. Und noch ein paar von euch. Okay, jetzt kommen wir schon langsam an die Grenze hier ran. 700 Gold haben wir jetzt noch. Dann wird das Holz unsere Ressource werden. Hier ist es einfach zu gefährlich, was zu machen. Also, ihr setzt die zwei. Wo sind diese Schwertkämpfer? Als ihr die drei. Ich setze die eins. Ich vermisse da gerade Einheiten. Ah. Ihr. Setz hier die fünf. Wird unübersichtlich mit so vielen Einheiten.
Kurze Blühende Flankenangriffe. Mehr Waffenknechte. Mit ihren Rammböcken konnte die englische Armee Bayeux mächtige Mauern durchbrechen. Super, hast du hier noch ein paar Häuser. Reihe zu sagen. Hier war es das gleich. So, einmal Holz fällen. Was? Und dann werden wir gleich mal den Angriff wagen. Ah, Nahrung ist halt echt das Bottleneck hier. Ja, wisst was? Jetzt werden wir uns hier dann ein paar abziehen und ein paar mehr Felder machen. Hier wird es noch Sinn machen. Ist echt unschön. Aber wir haben halt einfach keinen Platz hier. Bogenschützen. Okay. Ich würde sagen, wir können uns schon mal positionieren. Wobei, wir haben so viel... Ich würde sagen, ich speichere hier jetzt erstmal. Speichern. Weil ich habe so das Gefühl, die Armee reicht nicht aus. Andererseits war das jetzt gerade echt schnell. Ach, machen wir es doch einfach mal. Okay. Wir müssen da vorne rein. Das heißt, wir werden uns da vorne positionieren. Euch mache ich noch auf eine eigene Nummer. Die Rammböcke. Währenddessen hier bitte immer schön fleißig weitermachen. Sehr gut. Weil ich glaube, wir kriegen jetzt gleich richtig auf die Mütze. Ja, ich will die einfach mal alles fertig machen hier. Okay. Hier direkt davor platzieren. Und ihr greift das Tor an. Sehr nice. Mal schauen, ob die Taktik hier irgendwie aufgeht. Mal Rüstungsbonus. Schauen wir, wie lange das dauert, bis das hier kaputt ist. 2500 Hitpunkte hat das Teil. Und gleich ist es unten. Sehr gut. Rein in die Stadt. Die Mauern von Bayeux waren gefallen und Heinrichs Männer konnten die Stadt stürmen. Roberts Truppen unternahmen einen letzten Versuch, Bayeux zu verteidigen. Doch Heinrichs Männer zeigten keine Gnade. Sie töteten den Feind und brannten die Stadt nieder. Sehr nice. Lauft sehr gut. Wenn wir mal hier gerade die hinterherziehen. Ah, immer schön weitermachen, bitte. Oh,
Ah, jetzt sind die da in dem Wagen drin. So ein Scheiß. Könnt ihr zweimal daherkommen, bitte? Also mit der KI haben wir es noch nicht so. Okay, sehr gut. Ja dann. Zerstören Sie die Gebäude, bezwingen Sie die Verteidiger. Also alles platt machen. Oh, retten Sie den Anführer. Ah, oh, diese Ramböcke, die ziehen wir jetzt mal weg. Ja, yeah, sehr nice. Ah, oh, und der König ist schon wieder down. Wo ist er denn eigentlich? Ich sehe ihn gar nicht. Ach, da. Und da sind auch wieder Leute drin. Ach, Mann. Kannst auch mal hierher gehen. Und die Verstärkung kommt bitte auch mal hierher. Wie wär's denn mit dem hier? Das hier bitte angreifen. Und wir brauchen mehr Einheiten hier. Kann man die nicht auf endlos machen? Also die Hellsten sind es jetzt schon echt nicht. Komm her, König. Mach mal einen auf Superrüstung. Und schon wieder tot. Alter, das gibt's doch nicht. Wir brauchen hier mehr Leute. So, zwei von euch holen mal den König wieder. Der König geht mal hier wieder hin. Gut, die Gebäude hätten wir jetzt. Jetzt bräuchte man eigentlich nur noch die Verteidiger. Die sollte man eigentlich auch gleich mal haben. Da sind ja auch keine Leute mehr drin. Ah, ich habe viel zu viele Einheiten verloren da. Nee, das ist nicht so gut gelaufen. Ich glaube, wir werden uns nochmal sammeln und dir den letzten Stoß geben. Ja, das ist verloren hier. Okay. Ja, Pferde machen wir nicht. Ja, eine weitere Kaserne macht nur bedingt Sinn. 96 pro Minute. Ja gut, andererseits.
haben wir uns hier noch eine Kaserne hin. Ah, vielleicht gerade zwei. Ihr stellt euch schon mal hier hin. Wir könnten da schon mal ein bisschen Holz verkaufen. Und dafür Nahrung kaufen. 4 von denen. Ein guter Stoß noch, dann sollten wir es haben. Die sind doch immer noch am Kämpfen. Hier kommt es mal hierher. Und produzieren was zum... geht nicht mehr. Sehr gut, ich glaube, wir sollten am Anfang gleich schon mit 4 Kasernen fahren. Gerade für so schnelle Angriffe. Du auch hierher. Ihr zwei Satz noch beschäftigt. Gut. Okay, mit denen machen wir jetzt erstmal den letzten Stoß. Ich werde mal speichern, nur zur Sicherheit. Yes. Und geben den letzten Stoß hier. Ich kann eigentlich eh gerade die da angreifen. Hier kommt es gerade hinterher. Also ich hätte die Stadt eigentlich gern. Ich will sie noch anders verteidigen. Die halten ganz schön was aus. Oder die sind einfach so schwach. Naja, seht ihr, das ist wirklich nichts mehr. Hey, vermutlich sind sie gerade die zwei da noch. Ja, es waren genau die noch. Ah, das hätte besser laufen können. Als Bayeux brannte und die Bevölkerung um ihr Leben rannte, sonnte sich König Heinrich in diesem Sieg über seinen Bruder Herzog Robert. Doch Heinrich würde nicht ruhen, bis die Normandie wieder ganz der englischen Krone unterstand. Das war's. Ja, die Schlacht war leider nicht sehr ideal. Ja, und alles, was jetzt kommt, das kenne ich noch nicht, weil bis hierhin hat es eben schon mal aufgenommen. Aber hat Spaß gemacht. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Also Daumen nach oben da. Und vielleicht ein Abo, wenn ihr es noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüdelö.